So, jetzt haben wir immer noch niemanden da für irgendwelche Events dazu geholt. Das ist ja mal wieder typisch. Ich will hier mal raus. Ach ja, Fischer, was willst du gerade von mir? Vielleicht habe ich das ja. Johnny Quest. Nein, habe ich nicht. Und den finde ich auch so schnell nicht. Also, da war es. Das wurde wohl nicht mit dem Fischer. Ein Partyhase. Der muss sterben. So eine Sache darf es hier nicht geben. Glaube ich. Also das widerspricht zumindest dem Weltbild, das ich in Terraria habe, das sowieso schon sehr komisch ist, weil darin laufende Fische vorkommen bei Regen. Ja, so, Schleim, dich mag ich nicht. Verdammt, was können wir machen? Wir können dann natürlich noch mal versuchen, hier an einem Dungeon hinzugehen und den Typ platt zu machen. Das Problem ist, da hole ich mir lieber Verstärkung dafür. Damit ich das hinkriege. Ja, und ansonsten. Was kann man tun? Ich glaube, wir gehen in der Hölle und bereiten uns dort ein bisschen eine Arena vor, wo wir dann gegen die Fleischwand antreten können. Sobald wir Leute haben dafür. Ja, so was nehme ich. Ich nehme schnell stapeln. Weißt du was? Ich mache hier den hier. Und da habe ich offenbar nichts mehr, was ich da noch rein stapeln kann. Aber das ist ja mal ja. Ach ja, ich könnte mein Inventar wieder sortieren. Jetzt brauche ich Blöcke. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Haben wir hier irgendwo? Wir müssen noch irgendwo was haben. Da haben wir das Stein. Das Stein nehme ich mal mit. Ah ja, warum liegt der das? Sword Items. Ja. Wir haben hier zwei Platinmünzen. 7 Goldmünzen und so. Alter, wir sind reich, ne? Früher hat man mal eine Goldmünze als reich angesehen. Heute ist es nichts mehr. So, ich hoffe, ich überlebe hier. Da sind wir an einem Schleim vorbeigefallen. Das ist ja mal formidabel. So. Jetzt immer noch weiter. Oh Gott, das ist ganz schön tief. Und wir sind unten. So. Hier ist gerade so ein Skript antwortet nicht Fenster aufgeploppt. Das stoppe ich gerade mal. Nicht, dass der uns hier die PC-Leistung klaut. Ach, da ist der Piranha. So, den mache ich mal platt. Dann gehe ich hier einmal runter, dann da und dann sollte man fast auch eigentlich schon da sein. Fast auch eigentlich, vor allem, das ist so ein Wort jetzt. Lass mich mal durch. Stirbskelett. So, jetzt vorsichtig abseilen. Und einen Weg bauen. Der kein leichter sein wird. Nein, er wird steinig und schwer. Aber das sind wir von wegen ja mittlerweile gewohnt. Wisst ihr was? Ich baue den einen höher. Dann kann ich den nämlich auch in dem Haus einfach weiterführen.
So. Uah. So, einmal abbauen. Ich will das Stein nämlich wieder haben. So, das auch. Dann hängst du dich hier oben dran, baust den da ab. Und baust so ab. Das gibst du mir wieder und dann gehe ich wieder hier. Oh, was ist das denn? So. So. Ja. Und so. Weg. So. Die haben wir erledigt. Dann gehen wir einmal hier durch das Haus. Aber was willst du denn jetzt? Wo ist mein Fisch? Da ist mein Fisch. Na super. Dem macht das natürlich nichts da unten aus. Ha! Voll hier Ausweichmanöver, Mensch. So. So einer auch noch. So ein Dämon, ne? Wie gut, dass wir hier so ein Lagerfeuer immerhin haben. Dann heilen wir schneller. Geht doch. Ja, hier in der Hölle ist es irgendwie... Oh, da ist sogar praktischerweise eine Tür. Wie gut, dass die jemand eingebaut hat. Können wir hier nicht über die Lava bauen? Jetzt seit neuestem. Ich würde da nämlich gerne mal die Lava zubauen. Wieso geht denn das jetzt nicht? Wir sind schon wieder komplett out of Leben gefühlt. Das ist natürlich eher ungünstig. So, hier machen wir mal so eine Lücke rein, damit wir da auch weiterhin durchkommen. Oh, jetzt kommt schon wieder so einer. Stirb! Ja. So. Jetzt vorsichtig rüberbauen. Und dann werden wir mal sehen. So. So. Hier einmal rüber gebaut und dann sind wir auch schon drüben und dann bauen wir jetzt hier durch. Und das wird jetzt leider nicht besonders schön, aber was willst du machen? Was sein muss, das muss sein. So. Ich will irgendwie hier, wieso kann ich die Lava nicht zubauen? Mann, da muss ich eben drastische Mittel ergreifen und die Lava einfach in den Keller abfließen lassen. Stört hoffentlich niemanden da unten. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber ich hoffe mal, das ist in Ordnung. Da leben hier eh Feuerwesen, denen macht das doch nichts. So, dann haben wir das gemacht. Dann müssen wir jetzt hier wieder durchgraben. Diese Häuser aber auch alle nicht einfach auf einer Ebene gebaut sein können. Also, dass man dann immer in jedem Haus die Böden woanders hat, sodass man nicht mal, wenn man sowas macht, dass man dann gescheit den Boden weggrabbeln kann. Damit wisst ihr Bescheid. So, einmal hier durch den Fels, also durch die Asche. Und da kommen wir nicht mehr weiter. Ist ja schön, jetzt brauchen wir DK, um hier einen Weg zu bauen. Alter, wie lange fließt denn diese Lava da noch in den Keller ab? Ja. War eigentlich nicht meine Absicht, hier den Hintergrund auch wegzureißen. So, hier müssen wir jetzt auch irgendwie die Lava abfließen lassen.
Weg. Ah, warum gehe ich denn nach vorne? So. Weg. Mit der Fledermaus, die mag ich nicht. So, hier sieht man, wie die Lava schön in den Keller abfließt. Das ist gut, dann stört die uns nicht mehr. Nein. So. Dann nehmen wir hier wieder Stein. Alter, diese Fledermäuse. Weg. Die nerven. Es geht gar nicht. So. Na wunderbar. Jetzt haben wir hier schon wieder diesen Scheißstein. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir hier... Nein, ich wollte nicht da drauf treten. Das ist ungesund, wenn man da drauf steht. So, dann haben wir das hier gemacht. Dann bauen wir jetzt einfach hier weiter und tun so, als gäbe es diesen Stein da gar nicht, obwohl es ihn gibt. Damit... ja, kümmert sich dann EDK drum mit seiner... Mit seiner Ultraspitzhacke, die er bestimmt schon hat. Dieser Typ, ne? So, einmal hier rüber und dann hier mit dem Fisch ein bisschen eingeebnet. Oh. Die Party ist zu Ende. Ich hab mich doch noch gar nicht so richtig eingefeiert. So, weg. Und auch. Dämon. Wir reißen hier die halbe Deko raus. Es ist auch nicht so die feine Art, aber es lässt sich ja nicht vermeiden. Wir müssen nun mal kämpfen. So, hier einmal durchziehen den Boden. Was haben wir denn da jetzt wieder aufgeworfen? Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Also, einmal hier durch die Wand. So. Jetzt muss das Bücherregal weg. Geht. Würde ich ja gerne aufheben, aber leider haben wir keinen Platz dafür. Ja. Ja, wunderbar, ne? Warum auch nicht? Ist da einfach mal so ein Lavatümpel, durch den wir jetzt durch müssten. Alter, was ist denn hier los? Das ist doch nicht normal. Ja. Weg! So. Da haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite irgendwie schauen. Ah, ich brenne! Ich brenne! Ja. Das war ja schon mal eine schlaue Idee, einfach da drauf zu laufen, weil da kann ja zum Glück nicht viel passieren. So. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Mit diesen Fledermäusen, diese Mistviecher aus der Hölle, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Ede spielt voll... Na, ich wollte nicht nochmal... Natürlich! Okay, ich bin hier raus.
Wir haben ja auch die Folge jetzt wieder zusammen, insofern. Kann ich eigentlich mal die Lebenskristalle hinlegen? Da. Sort Items und dann packen wir noch eine Bombenfisch drauf. Sorten nochmal kurz. Ja, und dann würde ich sagen, das war die Folge. Wir sehen uns dann nächstes Mal hoffentlich wirklich mit Leuten zusammen und ciao.